Komm schon, komm schon, Genau, komm war schon! die Pfeilspitze vergiftet. Ja, Jerodin, ein letzter Pfeil bleibt hier noch, oder? Ich habe noch zwei, immer Zwei Stück noch. noch, gut. Ich habe einen ins Ziel gebracht, zwei Treffer! geschossen. Gespalten! Ja! Oh! Ich habe ihn einen ins Lager Ziel bringt den gebracht. Jubel, abbricht den Jubel aus! Und zwei verschossen, das heißt, ich habe jetzt noch zwei und ich werde einfach meinen einen Pfeil von gerade in der Mitte durchhauen und dann einen noch direkt da drauf setzen, weil das der einzige Weg ist, wie ich das hier noch am Weg schaffen kann. Du möchtest Also, zwei Schüsse. einen Pfeil in durchhauen oder was? Ich möchte mit dem Pfeil, den ich gerade schon habe, jetzt einmal spalten und diesen Pfeil dann nochmal spalten. Achso, okay. Okay. Ja, dann weiß ich, was du meinst. Gut. Ja, okay, zwei Schüsse gegen die 12. Handeln wir das schnell ab. Das ist ein Treffer, interessanterweise. Ja, Was dann bringt bist das du jetzt Pfeilspalten bei eigentlich nochmal? Bitte wie? Was bringt das Pfeilspalten eigentlich in diesem Punkt? Doppelte Punktzahl, Doppelte also Punktzahl. nicht 10, sondern 20. Und dann machen wir das Ganze nochmal und das ist wieder ein Treffer. Dann bist du bei 50. Währenddessen rennt Starkhardt auf Abdulon zu, springt ihn an und umarmt ihn. Ja! Wir haben es geschafft! Also so wie ich das sehe. Also die Gräulme hinter dir haben das wohl notiert, schreiben da jetzt wohl auch die richtige Punktzahl auf 50-50. Du hast jetzt zweimal miteinander deinen Pfeil gespalten. Damit ist das natürlich ziemlich klar, dass du unglaublich gut treffen kannst, aber naja, du hast einmal einen Grollen verletzt und den anderen hast du umgebracht. Das ist also mit Vorsatz gehandelt. Ja, deine 50 Punkte gehen trotzdem unter, weil Ömer hat gerade 60 und das ist zwar nur einmal gespalten, aber hat halt jeden versenkt und alle bejubeln gerade wohl Ömer und du siehst dann wohl auch, wie ein paar andere auf ihn zukommen und ihm dann nach und nach einmal die Hände schütteln. Immer ist auf Okay. jeden Fall, als er den Pfeil getroffen hat, erstmal aufgesprungen, in die Luft ein paar Mal gehüpft, hat sich im Kreis gedreht und geschrien: Ja, komm zu mir! Rief er, als wenn er irgendetwas zu sich rufen will. Und ja, So kommt Starkhardt ist dann sozusagen angeflogen. mit Starkert in den Arm versunken, sozusagen noch ein bisschen hin und her tanzen gewesen. Yes! Ja, so muss das, so muss das. Oh ja. Ja, Mann! Oh, jetzt Gut. bin ich dran, oder? Ich geh dann auch erstmal zu Abdulan rüber. Wühl mich durch die kleine Traube, die sich um ihn gebildet hat, und hau ihm auch erstmal auf die Schulter. Ah, gut geschossen. Ja, Herr von Dunkelstein, vielen Dank, vielen Dank. Denn du hattest doch weniger Gräume im Schussfeld, aber trotzdem, gute Leistung. Ihr habt ja euch auch Freunde gemacht mit euren Schüssen, also die Menge hat getobt. Und die Menge ist das Zweitwichtigste hier. Die Menge, die sich jetzt gerade so ein bisschen um dich herum gesammelt hat, macht auch Platz. Du kannst sehen, wie ein Durchgang gemacht wird und Arngrim von Ehrenstein tritt mit Rondradan hinter sich an dich heran. Unglaublich groß. Ja, natürlich größer als Jarlan, ungefähr so auf Torvaler Größe, kommt er an dich heran und gibt dir seine riesige Pranke. Glückwunsch. Habe ich noch nicht gesehen, so einen Schuss. 60. Immer der so ein bisschen bleich wird, als Arngrim auf ihn zukommt, macht so einen Schritt zurück, weil er sich denkt, er will mit ihm anders sprechen. Oh, ihr redet mit mir, hoher Herr. Verneigt den Kopf ganz schnell, wie das für Thylamin typisch ist, und zieht den Kopf dann wieder hoch. Ja, vielen Dank, hoher Herr von. Vielen, vielen Dank, hoher Herr. Und nimmt dann auch die Hand sehr zögerlich. In welcher Baronie dienst du? Ich bin die Leibgarde von Herrn Dunkelstein nur. Dunkelstein. Hier von Herrn Jerodin von Dunkelstein, man zeigt dann neben sich. Der hohe Herr hat mich engagiert. Was willst du für den Senke Mann? den Kopf, Eure Hoheit. Ich muss darauf bestehen, dass er mir für die Dauer des Turniers noch dient. Und danach? Danach lässt sich sicherlich in einer angemesseneren Umgebung etwas aushandeln. Wo sitzt ihr? Dieser Tage im Schwarz und Rot. Nein. In welcher Baronie? Bin derzeit landlos. Ich hoffe, den Pontifex, wie gesagt, das mit so ein bisschen Galle in der Stimme, petitieren zu können, das Gut meiner Familie nahe Mendena wiederzuerlangen. Mendena. Feuerhafen, um genau zu sein. Feuerhafen. Nichts, wo ich hinreite. Aber Abdulon, wenn du mir dienen willst, kannst du von Yol'Gormagos in die Einsätze reiten. Vielen Dank für euer wirklich mehr als großzügiges Angebot, hoher Herr. Man verneigt sich wieder tief vor ihm. Man erkennt auch, dass Überfeld wirklich Angst hat, so ein bisschen vor dem Mann. Wie gesagt, er ist unglaublich groß, kräftig, gut gewachsen, silbergraues Haar, was ihm runterwächst, struppige Augenbrauen und er sieht richtig, richtig wölfisch aus. Auch, dass er sich jetzt nicht verwandelt hat. Du kennst natürlich die Gerüchte, dass er sich jederzeit in einen Werwolf verwandeln kann, aber aktuell hat er das noch nicht gemacht, aber die Gerüchte sind zumindest stark dem entgegen.
Siehst du auch in seinen Pupillen dieses geschlitzte, wölfische. Er stinkt doch echt widerlich nach Blut, mehr fällt dir jetzt auf. Und ja, diese Einladung kann man quasi nicht ablehnen. Er dreht sich um und geht. Man erkennt wie immer so aus, aber so. Als wenn er gerade mit dem Leben davongekommen wäre, als wenn der Wolf sich einfach nur hätte verwandeln müssen und immer den Kopf abbeißen müssen. Das sind zumindest die Dinge, die immer durch den Kopf gehen. Komm, wir besorgen dir was zu trinken. Vielleicht oh ja, das nicht oh ja, ja. Und damit geht es erstmal zu den anderen. Genau. Stallwagen würde dann später im Laufe des Abends folgen. Da würdet ihr wieder 3 Stunden Zeit haben, um euch darauf vorzubereiten. Aber aktuell hatten wir noch Starkert, der seine Pfeile hat. Na klar, hier. Ich hau hier raus. Moment. Wie viel war nochmal die Erschwernis? Die Standard-Erschwernis 12, ne? Du hast einen Kurzbogen? Ja. Dann plus 12. Und, Zielen 4 erleichtern. Talent nicht aktiviert, gibt nochmal was für eine Erschwernis? Dann schießt du noch Basiswert. Ich wollte gerade sagen, dann der Basisfernkampfwert. Um 8 erschwert dann, wenn ich 4 mal von unten ziele. Wenn du zielst, ja. Genau, also... Ja, dann hier, ey. Wahrscheinlich auf die 1, ne? Ja. Also der erste geht ein bisschen daneben. Mhm. Der kommt wahrscheinlich nicht mal so weit. Probe nicht erlaubt, geil. Dann der nächste trifft auch nicht. Ach, egal was ich würfel, steht der Probe nicht erlaubt. 1, 1 ist immer. Würfel einfach mal. Würfel einfach noch 3W20 hinterher. Ja, ich treffe einmal! Einen getroffen. Oh, die Menge tobt nicht, aber Starker tobt. Ja, Du triffst. Wahrscheinlich aus Versehen, du triffst ins Rote, da steckte vorher noch ein Pfeil drin, den du spaltest für 10 Punkte. Ich verneige mich einmal vor dem Publikum, was wahrscheinlich überhaupt nicht auf mich konzentriert ist, aber ich verneige mich trotzdem. Ja. Einmal, zweimal. Ja, du siehst, also du wirst auch ausgelacht, man hatte dich irgendwie noch mitbekommen, wie gesagt, sind ja nur 10 Scheiben nebeneinander und wirklich viele haben nicht mitgemacht, nur ein paar Tobrier und dann, während andere schon abgegangen sind, ja, die Leute lachen dich erstmal nur aus. Ja, ich verneige mich, wie gesagt, 1, 2, 3 Mal tiefer. Möchtest du Schauspielerei? Ja klar, hier. Mach noch ein kleines Trick da hier und da. Und würfel dann mal kurz auf Schauspielerei. Das Körper, nee, Gesellschaft. Und die Performance kommt gut an bei der Menge. Gut. Ich veralber mich ein bisschen selber. Ich bin quasi Torxe von Freigeist und nicht ganz so Torxe von Freigeist. Das heißt, du nimmst so einen Pfeil raus, willst ihn auflegen, stößt dich an der Spitze irgendwo den Daumen und dann fängst du an, da rumzuhüpfen wegen Schmerzen, die du simulierst und so. Genau, dann während ich dann da nochmal aufstehe, dann versuche ich da quasi mich wie so ein Hero irgendwie so auf irgendwas draufzustellen, stolper dabei mit der Schnauze nach vorne, falle ich erstmal in den Dreck und ja, taumel da hin und her und verneige mich immer wieder vom Publikum und verschwinde dann auch irgendwann, um meinen Gewinn einzustreichen. Dein Gewinn. Ja, ihr steht wie gesagt jetzt gerade erst einmal ein bisschen abseits, habt dann eure Turnierbögen wieder abgegeben, es sei denn, Starkert möchte noch 10 Mal schießen, dann kann das auch nochmal machen. Kannst nochmal sich verkleiden würfen, wenn du das möchtest, aber die anderen können da schon mal am Rande stehen und sich besprechen. Wie gesagt, das nächste wäre dann... Aber ich würde kurz anmerken, ich habe schon wieder Crit gemacht, ne? Also. Gut, ja, wenn man halt viele Würfel würfelt, dann passiert das natürlich irgendwann automatisch. Aber kein Patzer. Es sind keine Gräume mehr hier, die du erschießen könntest. Richtig. Der letzte wäre vermutlich der Ringrichter. Die anderen sind alle in Deckung gesprungen. Ich ja, komme also nicht weiter. Ihr steht dann da. Zusammen. In 3 Stunden geht's weiter mit dem Wagenrennen. Man wird so stark hat. Starkert, lass uns erstmal unsere Wetten einholen. Ja. Gute Idee. Das lief doch wirklich verdammt gut. Ich muss niemanden heilen diesmal. Oh Gott, dieser riesengroße Typ. Habt ihr ihn gesehen? Dieser. Das war der Herzog, Angrim von Ehrenstein. Ja, oh Gott. Ich hab gedacht, mein letzte Stunde hat geschlagen. Ich dachte, er ist sauer auf mich, als er vor mir stand. Junge, ich hätte mir fast die Hose gemacht. Sehr beeindruckend, der Mann, da hast du recht. Aber hast du gut überstanden. Mein Respekt. Gute Schüsse übrigens. Sehr beeindruckend. Danke. Ich hatte so viel Glück. Ich weiß gar nicht, wie viel Glück mir noch zur Verfügung steht, aber das war echt viel.
Aber warum habt ihr denn die ganzen Räume erschossen, Herr von Dunkelstein? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Vielleicht haben sie es verdient. Vielleicht waren sie auch einfach nur im Weg. Naja, den ersten, das war ja noch ganz unterhaltsam, aber der zweite, das war ja schon fast gemein. Ich muss sagen, der zweite war ein wesentlich gekonterer Schuss als der erste, findet ihr nicht? Herr von Dunkelstein, ihr solltet euch auf jeden Fall Geld zulegen. Die Gräume könnten euch vielleicht verklagen wegen der Sache oder irgendwelche Angehörigen oder so. Oh, das haben wir auf jeden Fall zu nehmen. Die haben auf jeden Fall schon danach gefragt, wo ihr wohnt, woher. Und du hast ihnen natürlich gesagt, dass ihr in der Blutgrube wohnt. Was? Das ist Unterquartier. Ja, aber solange ihr nicht Dirodin von Dunkelstein heißt, werden sie euch, glaube ich, in Ruhe lassen. Dann könnt ihr ihnen ja heute Abend auflauern und sie ein wenig aufmischen. Starke, lass uns erstmal Geld holen. Ja. Ja, so gehen über einen Starkhardt los, wollen wir ihre Gewinne einstreichen. Ja, Abdullon, das ist kein Problem. Du kannst dich dann bei den Wettmachern, die haben auch ordentlich verdient, du weißt nicht genau warum. Irgendwie gewinnen die immer, muss natürlich dann eine Wettmarge bezahlen. Aber könnt dann, was hattest du gewettet? 20 Dukaten? Ich hatte 40 Dukaten gewettet und bekomme jetzt 800 Dukaten Return. Genau, ja. ich habe 10 Dukaten gewettet und krieg 200. Die Sachen sind 1 zu 20. Niemand hat mit dir gerechnet und 800 Dukaten. In Edelstein, in Briefen, Nordlandbahn, kannst du dir auszahlen lassen, wie du willst. Edelsteine. Gut. Ich auch. Als du dich wieder umdrehst, kannst du sehen, wie Toxis von Freigeist hinter dir hüpft. Oh, hallo. Das war eine famose Runde. Ich möchte dir gratulieren. Ja, danke. Man drückt das Geld erstmal schnell weg. Hier, dein Preis. Für das Bogenschießen. Ja, man schaut mal nach, was er mir anbietet. Er bietet dir eine, ja, es ist wohl Leder, zusammengeschlagen. Und wenn er es aufmacht, kannst du daran sehen, 7, ja, das sind wohl Federkieler zum Schreiben. Oh, das ist ja nett. Schnürt das Lederbündel wieder zusammen und nimmt es dann in die Hand. Die Gänsekiele von Travia. Als ich Aldibor von Streitsee getötet habe, habe ich sie aus Romines mitgenommen. Streitsee, wie ist das? Eingeweihter. Hat mich nicht interessiert, ich habe ihn umgebracht. Ach so. Ja, dann mal gutes weiteres Gelingen und danke für diese, sind sie noch immer heilig? Oder sind sie nicht mehr heilig jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Ja, danke auf jeden Fall für diese Dinge. Die werden bestimmt unsere Magier zu beschwören oder so gut gebrauchen können oder so. Na, du kannst damit sicherlich gute Pfeile herstellen. Viel Spaß. Das ist schon auch gut möglich. Danke, danke. Großzügiges Geschenk. In deinen Händen, wenn du sie auf dem schwarzen Markt verkaufst, 70 Dukaten wert? Gut, jetzt wenn du halt deine Wettmarge hier, damit kannst du es nicht vergleichen. 70 Dukaten ist schon eine ganze Menge. Für die Travia-Kirche natürlich unbezahlbar. Gut. Wie ist der Typ von Streitsee, ne? Aldibor von Streitsee. Travias Gänsegiele. Wie möchtet ihr die nächsten 3 Stunden verbringen? Nun, Abdullon Starkhardt. Na, endlich euer eigenes Geld. Man muss nichts für euch auslegen, das ist doch gut. Ja, das ist doch wunderbar. Eisemann, hier, für die ganzen Sachen, die du mir bezahlt hast. Und ich gebe dir einfach mal so einen Edelstein, der irgendwie so 10 Dukaten oder so wert ist. Das ist ja nett von dir. Ja. Man nickt euch zu. Ja, ein wenig was habe ich gewonnen, genau. Ein wenig was, natürlich. Haben wir gesehen, dass dieser Toxis ihm was gegeben hat oder nicht? Nee, ihr seid doch gar nicht mitgekommen zu den Gräumen, zu den Wettmachern. Okay. Gut, ich schlage vor, wir besorgen uns irgendetwas Schnapsähnliches und sehen zu, dass wir uns das Wagenrennen vorbereiten. Ich werde wohl den Wagen in Empfang nehmen müssen. Wie seht ihr eure Chancen? Dagat? Ja? Das ist nicht unbedingt der große Streitwagenlenker, oder? Also, wenn du mich fragst, ich bin Experte, aber wenn du jemand anderen fragst, würde er wahrscheinlich sagen, er kann es besser. Ja, Behauptung. Ich wende mich dann wieder zu meinem Hinterlaus. Ich sollte vielleicht keine vorherigen Wetten abschließen. Oh, keine Sorge. Habe ich nicht vor.
Aber vielleicht solltet ihr dann diesmal auf die Gegner schießen und nicht auf die Gräume. Wenn wir Glück haben, werden unsere Gegner die Gräume sein. Möglich. Gibt es noch irgendwelche? Da vorne liegt gerade noch einer herum. Nicht, aber wenn ich fertig bin. Also wenn du Kühlstein sah, wurde er schneller. Und dann? Ich werde mich zum Schwarz und Rot begeben, um mit... Ich bin unsere Gönnerin zu treffen. Ich muss den Streitwagen annehmen. Wir treffen uns dann eine Stunde vor Beginn an der Startbahn. Natürlich. Also gut. Sieht man schon die anderen Streitwagen? Also sehe ich einen Streitwagen mit so einem riesigen Schlinger davor vor allen Dingen? Mit einem Schlinger davor nicht, aber du siehst wohl, wie gerade, das ist das, was dir auffällt, die Amazonen, Schwarzkönigin, geht gerade mit zwei Zantim, säuretriefenden Tigern, links und rechts führt sie am Halsband und geht dann gerade zu einem der Streitwagen. Sehr interessant, Starkart. Ich vertraue auf dein Talent. Ich klopfe dir auf die Hüfte. Ja. Kannst du nicht auch Fahrzeuge lenken? Wieso? Ich spüre da gerade so ein Unwohlsein in meiner Magengegend. Glücklich? Bist du krank? Ah, ich weiß nicht. Ah, das Essen hier scheint mir nicht so gut zu schmecken. Ich habe das noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Außerdem muss ich mich auf den Schlinger konzentrieren. Das ist immer das erste Mal. Ja, aber wir brauchen doch drei Mann im Streitwagen. Ich glaube, zwei geht auch. Nein, wir müssen drei sein. Vielleicht kannst du ja Armin Laos überzeugen, ob er den Wagen für dich lenkt. Also ich bin schon mal ein paar Mal mit dem Ochsenkarren gefahren. Das klingt doch auch sehr gut. Willst du dann den Wagen fahren? Ja, aber Streitwagen bin ich nicht gefahren. Das muss ich mal üben. Haben wir den Streitwagen üben können? Danke, er holt den jetzt und dann haben wir da noch eine Stunde Zeit. Das lernst du bestimmt schnell. Wie schwierig kann das schon sein? Also ich bin zumindest einmal mit einem Boot gefahren. Ist das ähnlich? Ich denke. Ist vermutlich so eine Art Landboot. So ein Streitwagen. Ich bin auch noch nie mit einem gefahren. Ach, was soll's. Ich versuch's einfach. Was kann schon passieren, ne? Das finde ich... Er ist ein starker Typ, der schafft das. Ja, richtig. Ja, genau. Ein böses Lächeln über mein Gesicht. Starkart sieht nicht so überzeugt aus, auf jeden Fall. Also, wenn im Verlauf der drei Stunden, während ihr euch da vielleicht nochmal irgendwann trennt, nochmal was zu Abend esst, können Alrici und Amenelaos auch feststellen, also Abelmir und Iolaos können feststellen, wie vor ihrer Taverne ungefähr, jetzt zählt nochmal nach, sechs Gräume, einer schon noch in den Schatten, sechs Gräume stehen davor, spielen wohl irgendein Würfelspiel oder so und drei Hashtots, die daneben warten. Ich beug mal die Szene. Vielleicht sollten wir woanders zu Abend essen. Das scheint mir eine gute Idee. Es scheint so, als wenn diese Herren wie eine Verabredung haben. Hey, ihr gehört doch genau zu diesem Dunkelstein. Dann sind wir hier richtig. Wo ist er? Wir wollen ihm doch etwas ausbezahlen. Er kriegt noch Geld von uns. Wir finden ihn auf dem Turnierplatz. Aber er wohnt hier, oder? Habe ihn noch nicht gesehen. Nein. Wie nein? Wohnt er? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Naja, mir wurde gesagt, er wohnt hier. Hat euch wohl jemand arg in die Irre geführt. So. Wo wohnt er denn sonst? Ich meine, ihr zieht mit ihm rum, ihr verzaubert ihn. Dann müsst ihr ja wissen, wo er wohnt. Also, wenn er nicht gerade auf der Arena rumläuft. Und sowas vertraut er uns eigentlich nicht an. Das heißt nicht hier, ja? Er ist nicht hier, nein. Und der Herr steigt wohl nicht in seinen deutschen Bruchbude ab. Ja, wir treffen ihn erst beim Turnier wieder. Nee, kommt Zeit, kommt Rat. Dann sprechen wir eben nochmal mit diesem Starkart. Kommt die Geräume, Mafia, und bricht dir die Beine. Gut, danke. Die Geräume, Mafia.
Ja, wenn sie keine drei herstellen. Wenn sie ja, keine wie gesagt, ihr, mal, ihr, ja. Könnt dann, ihr könnt dann irgendwie ein Essen einnehmen, wo auch immer, könnt euch dann auch in irgendeinem Stand oder sowas, versichert ihr euch nochmal, dass es kein Menschenfleisch ist und dann irgendwie werdet ihr euch ernähren können. Könnt ihr dann, während Jalan dann den Wagen geholt hat, 4 weiße Pferde aus guter, reinrassiger Zucht, zusammen mit einer Quadriga, wird dann langsam nach und nach aufgebaut. Bershirasha steht auch nochmal daneben, könnt euch aber auch dann abseits stellen, sodass ihr nochmal normal unterhalten könntet. Es wird wohl wieder ausgelost, die Startposition, sodass ihr dann auf die aktuelle Position kommt. Ja, Lutisana, Udalbert, der fährt wohl auch mit. Das ist ja das, was der Optolit schon prophezeit hat, beziehungsweise Igna hat euch das ja rausgesucht. Dunkelstein. Zumindest fahren da Morkan und Jelnan mit. Mit einem argwöhnischen Blick schauen die beiden auch noch einmal zu Jalan rüber. Diskutieren da wohl gerade, ob sie nochmal rüberkommen sollen. Die Gräume, zusammen mit einem paar Tieren, es sieht bärenähnlich aus, aber ihr habt das Gefühl, dass das keine reinrassigen Bären sind. Die Amazone fährt mit einem Kind der Nacht, also der unbesiegbaren Legion, und 2 Zans, die vorne angebunden sind. Die will da sogar kein drittes Kind oder sowas dabei haben, oder kein zweites Kind. Fährt also nur zu zweit. Und der grüne Ritter gemeinsam mit Myria, Kalan Mersing. Gerudin, ihr solltet euch von den Gräumen fernhalten, diesem Rennen. Warum sollte ich mich von den Gräumen fernhalten? Sie sind wirklich nicht gut, auf euch zu sprechen. Was genau wollt ihr mir damit sagen? Nun, wir haben einige der netten Herrschaften getroffen. Mit einigen Dämonen im Schlepptau, die euch Geld geben wollten. Wo genau habt ihr diese Herrschaften denn wohl getroffen? Unsere Herberge. Eben dort. Und da sind nicht zufällig dieselben, die jetzt da drüben auf dem Wagen stehen. Schau einen Blick rüber. Nee, das sind andere. Aber die schauen auch besonders finster zu Gerudin rüber. Ich glaube nicht, dass das dieselben sind, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Sie sehen irgendwie alle gleich aus. Dann findet mir heraus, welche es waren. Dann werde ich mein Geld doch wohl höchstpersönlich bei denen abholen. Ich fürchte, das sind einfach nur alle. Umso besser. Auf dich, so genau zielen. Torgosch, auf dich kommt zu Jelnan von Dunkelstein. Oh, Zwerg. Kann man für euch tun. Ich wollte mich erkundigen, warum euer Begleiter einen eigenen Wagen angemeldet hat und nicht bei uns mitfährt. Das müsst ihr ihn selber fragen, das weiß ich nicht. Ich bin mach hier nur Aufträge. Der sagt das, ich mach das. Was weißt du denn über ihn? Ja, hat mich angeheuert. Hat gesehen, dass ich einen guten Speerarm habe, wie jeder Zwerg, natürlich. Wenn man einen Drachen mal jagen muss oder sowas, sind Speerarme wichtig. Er ist ganz gut mit dem Bogen, scheint keine Gräume zu mögen. Ich glaube, die Gräume mögen ihn auch nicht so wichtig. Guck mal, wie die ihn angucken. Heißt Dunkelstein. Wort hat dich angeworben. Die Wiki, ja. Oh. Irgendwo bei der Sichel nennt ihr das? Sichel. Ja, Sichel. Ich war gerade auf dem Weg. Hab meinen guten Speer verloren, könnt ihr euch das vorstellen? Traurige Geschichte, soll ich euch die mal erzählen? Wir sind gerade über den Sichelstieg und dann kommt ein Fluss. Und der Fluss ist viel zu tief für Zwerge, unfassbar. Und ich versuche heldenhaft über die Brücke zu springen und falle ins Wasser und hab meinen Speer verloren. Das ist nicht traurig. Ich finde das traurig. Auf jeden Fall, es war ein sehr alter Speer, ein sehr guter Speer. Schon seit Jahrzehnten im Familienbesitz und ich verliere ihn im Fluss. Naja, vielleicht gehe ich noch mal tauchen danach, aber ich kann so schlecht tauchen, wisst ihr. Wir haben wohl noch etwa eine halbe Stunde, bis unser Wagen dann losrennt. Wollen wir uns nicht bis dahin noch auf ein Bier zusammensetzen? Ich wollte mich noch mit den Tieren vertraut machen. Ich habe noch nie auf dem Pferd gesessen und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht vorher gut. Habt ihr schon mal so einen Streitwagen benutzt? Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Wir können dir sicherlich ein paar Tipps geben. Komm doch mal mit uns. Ja, du musst es mir schon an diesem Streitwagen zeigen. Das hilft mir sonst ja nicht, wenn ich an deinem Streitwagen dann gut bin und an diesem schlecht. Gut, dann betrachten wir uns doch mal eure Pferde. Die kommen aus... Ihr werdet von Bashirashagas als Mäzenatin versorgt, oder?
Das müsst ihr, dann bin ich wieder die ganz falsche Ansprechpartner. Also, ich kann euch sagen, die Pferde sind weiß. Ja, er legt dir sorgsam, behutsam, liebenswürdig seine Hand auf die Schulter, während er dich dann zu euren eigenen Pferden buxiert. Du musst wissen, ich bin der Verbindungsoffizier der nichtmenschlichen Truppen. Ich kann also gut mit euch. Mit all denen, die keine Menschen sind. Das klingt ja sehr beeindruckend. Habe ich überhaupt eine Ahnung, wer der Typ ist? Eigentlich nicht, oder? Ja, Jalon hat oft mal über ihn geredet. Okay, jetzt müsstest du dich nochmal wieder dran zurückerinnern. Würfel mal eine Klugheit. Ömer hatte wohl irgendwas mal gesagt, das ist aber auch schon ein paar Tage her. Ja, du erinnerst dich an ihn. Ömer hatte davon von so einer Plakette gesprochen. Wo war das? Irgendwo hinter Kleinwaldstein oder vor Kleinwaldstein. Das war wohl derjenige, der die Festung niedergerissen hat. Ja, ich habe auch schon Geschichten von euch gehört. Habt eine Festung niedergerissen. Sehr richtig. Und irgendwas war da mit Drachen. Ihr seid über die schwarze Sichel gekommen, ja? Über den Sichelstieg. Ja. Ganz beschissener Weg, muss ich zugeben. Ganz schrecklich. Seid ihr denn schon mal gegangen? Obwohl, nee, habt ihr die Festung niedergerissen. Wo kommt ihr? Habt ihr das überhaupt gemacht? Wart ihr in Balio? Also ich war da am Sichelstieg. Bin unterwegs. Naja, eigentlich wollte ich mir was dazu verdienen bis hier. Ich muss noch meine Zwergendame finden, die muss man ja auch beeindrucken. Und momentan ist mit Geldmitteln ein bisschen dünn bei mir. Eine Zwergendame? Die kann ich dir organisieren. Ich kenne hier eine ganze Menge Dunkelzwerge. Ah, nein, die muss... Du weißt doch bestimmt, wie die Familie ist. Die muss schon aus der Heimat kommen. Die muss schon aus Zolosch kommen. Weil wenn die nicht aus Zolosch kommt, dann ist die Familie doch nicht zufrieden. Und das kann man da auch nicht machen. Das kennst du doch bestimmt. Druck von der Familie. Seid ihr ein Erz oder ein Amboss-Zwerg? Erz. Sieht man doch. Oder wollt ihr sagen, das sieht man nicht. Nun, ich habe nicht allzu viel Zeit mit Zwergen verbracht. Ich kenne nur die Kultur der Dunkelzwerge, die sich hier in Yul'Gurmak niedergelassen haben. Naja, aber ich habe gehört, hier könnte man am meisten Geld verdienen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich meine Zwergendame finden will, bevor ich 150 bin, was ja schon ganz schön wäre, dann müsste ich mich jetzt mal um viel Geld bemühen, versteht ihr? Mhm. Rede ruhig weiter. Hier, ich zeig dir, wie man sich um die Pferde kümmert. Wie man mit dem Strich striegeln. Ach so. Und an den Beinen mögen sie es nicht. Nach dem Rennen muss man sie übrigens wieder sauber machen. Und so könnt ihr mit seinem sehr ungläubigen Blick gerade erkennen, wie Torgosch gerade an euren vier Pferden steht und Jelnan, der sich mit ihm unterhält. Könnt ihr nicht ganz verstehen, das ist außer Hörreichweite. Dagard? Unser Anführer wird schon wissen, was er tut, oder? Ist wahrscheinlich der kompetenteste Agroschim, den wir dabei haben. Um Himmels Willen. Ist gut. Sieh zu, dass du dich um die Pferde kümmerst. Klar. Und dass du weißt, welche Zügel das Richtige ist, wenn wir losfahren wollen. Und sicher gehen, dass unsere Konkurrenz nicht gerade irgendwelche interessanten Substanzen an unsere Pferde verfüttern. Verstehe ich. Alles klar. Ja, genau. Und Starkheit kommt dann auch mal angeschlendert. Ich würde jetzt mal versuchen, den Mann in eine Geschichte über sich selber zu verwickeln. Also wie habt ihr denn die Festung damals angegriffen? Das müsst ihr mir jetzt aber erzählen. Ich meine, wenn man so viel über euch hört, das müsste ja irgendwie ganz beeindruckend gewesen sein. Mit List. Aha. Andere würden mir Heimtücke unterstellen, aber ich benutze einfach nur meinen Kopf. Kennt ihr Gerada? Noch nie davon gehört. Erzählt mehr. Das Spiel der Menschen in der Kriegskunst.